Daddy Issues. Wer bringt den Bacon nach Hause, Daddy? Wer macht den Abwasch? Zahlt die Rechnung? Nimmt die Uhr ab und zieht die Haare aus dem Abfluss? Wer malt den Kaffee mit der Handmühle und geht dreimal die Woche ins Gym? Wer sitzt im Gleichstellungsrat? Und im AStA? Und im Plenumstreffen? Und im Elternbeirat? Und wartet mit dem Abendessen? Oder im Bürgeramt, in der Schlange und hat trotzdem Zeit für einen geraden Liedstrich, Daddy? Wer hat frische Blumen mitgebracht? Und die Einkäufe? Und die Kinder von der Kita? Wer schreibt das Protokoll zu Ende und plant den Spieleabend und hat selbstgemachten Hummus dabei? Na, wer bringt den Bacon nach Hause, Daddy? Wer stellt die Brötchen auf den Tisch? Oder das Fladenbrot? Oder das Baguette? Oder den Pumpernickel? Wer stand den ganzen Tag am Herd und rührt im Kochtopf und liest dabei das Kapital? Oder das andere Geschlecht? Oder 50 Shades of Grey? Wer liegt nachts wach oder poliert die Haushaltsgeräte im Traum und zieht morgens die Bettwäsche ab und legt sich auf die nackte Matratze und zählt die Tage bis zum nächsten Wochenende? Und zählt die Tage bis zum nächsten Urlaub? Und zählt die Tage bis zur nächsten Blutung? Und zählt, wie viel Ibuprofen noch im Haus ist für den restlichen Tag? Wer hat sich wieder mal vertan und den Zug nicht rechtzeitig gebucht? Und die Steuern noch nicht eingereicht? Und den Ordner mit den Abrechnungen verlegt? Wer gibt wirklich sein Bestes, Daddy? Bist du noch stolz? Wer hat einen Vorrat an Blasenpflastern in der Handtasche, um die Absätze zu ertragen? Wer liest Absatz für Absatz den Arbeitsvertrag? Oder die Vogue, oder die Zeit, oder den Spiegel? Wer schaut in den Spiegel und ist verändert? Dieser Körper hat 10 bis 15 gute Jahre, bevor er unsichtbar wird. Ich trage ihn, egal wohin, immer mit mir und er ist der Grund für meine Schmerzen und mein Überleben und ich danke Gott und dem freien Markt und der globalisierten Gesellschaft dafür, dass mein Geschlecht und meine Herkunft mein Kapital geworden sind. Und ich unterwerfe mich gern dem Diktat des Netzwerkens und Fröhlichseins und der selbstermächtigten Ausbeutung und gäbe meine Seele her, wenn sie denn etwas wert wäre, für eine gute Rente. Oder einfach eine Rente. Wer verdient nichts, Daddy? Wer verbiegt sich, Daddy? Wer hat 25 Stunden für eine Kurzzeittherapie von der Krankenkasse genehmigt bekommen? Das System, in dem wir leben, es muss doch ein gutes sein. Denn wenn es mit der einen Hand zuschlägt, so streichelt es einem auch sanft mit der anderen über die Wangen und jede Angst und Depression werden weggelächelt. Wer tröstet dich, Daddy? Feuert dich vom Spielfeldrand an? Wer soll mitspielen oder eben zu Hause bleiben? Musst du wissen, was ja wichtiger ist, ne? Wer greift ganz tief in die eigenen Taschen und zählt die Moneten? Den Zaster. Die Kohle. Die Kröten. Das Moos und findet Geld widerwärtig, weil es unberechenbar und unverständlich und, seien wir ehrlich, wirklich nie im Haus ist. Wer zieht die neuen Schuhe an und schämt sich, Daddy? Wer guckt nicht auf den Preis des Parmesans? Wer legt an guten Tagen und an schlechten den Lippenstift an und trägt die Früchte zum Markt, die sogenannte Arbeitskraft, und hofft, dass, wenn ihr etwas zustößt, es zumindest auf dem Arbeitsweg passiert? Wer ist nicht gemeldet, Daddy? Wessen Arbeit ist schwarz? Oder unbezahlt? Oder unerkannt? Na, wer bringt den Bacon nach Hause, Daddy? Wer sperrt die Schweine in eine Sammelbox und sucht sich eine Sau aus und gibt ihr einen Stromschlag, sticht zu und lässt sie dann ordnungsgemäß ausbluten? Wer wetzt die Messer? Wer nimmt das Unnutzbare aus und zerlegt den Körper in die entsprechenden Teilstücke? Wer schneidet und pökelt und räuchert? Wer hält die Pfannen bereit? Na, wer brät dir deinen Bacon, Daddy? Wer serviert dir deinen Bacon, Daddy?
Wer imitiert, weil das so sein muss, jeden deiner Schritte, Daddy? Weißt du deine Blicke, Daddy? Dass sie mich ausziehen? Dass sie mich ausnehmen? Wenn sie mir väterlich nach unten zeigen, wie ich zu dir heraufsehe, Daddy, hörst du mich? Daddy, stört es dich? Daddy, magst du es, wenn ich schreie? Daddy, siehst du, wie ich es mach? Daddy, wart noch eine Weile, gib mir Zeit. Daddy, gleich, ich bin auch schon ganz benommen, halt dich fest. Daddy, jetzt. Daddy, schau mich an. Daddy, schau mich an. Ich komme. Die Sache mit den Tauben. In ihren Wohnungen, die noch hoch genug sind, um Platz zu bieten für ihre Selbstüberschätzung, sitzen sie und denken, das Ärgste sei überstanden und nun komme die Ruhe des Erwachsenseins. Das Arbeiten, das Geld verdienen und was da eben noch so ist, sie erhoffen sich jedenfalls Großes. Doch wir wissen natürlich mehr. Mehr liegt in den kleinen Details, in den Neurosen, in den kleinen Explosionen, in den, da ist so eine Stelle in meinem Arm und da juckt das so, ne? Sonst wirklich alles in Ordnung, aber diese eine Stelle in meinem Arm, die macht mich wirklich wahnsinnig, diese eine Stelle, aber wie geht's denn dir so? Und wir fragen dann auch, wie geht's denn dir so? Und sie sagt, gut, doch, doch, ganz gut. Und dabei atmet sie aus und schlägt die Augen nieder und klar fragen wir dann, na, was ist denn? Nein, wirklich, alles bestens. Na, was hast du denn? Nein, wirklich, alles in Ordnung. Und dann wird das Protokoll des Hin- und Herwerfens der gefälligen Sätze durchgespielt. Man ziert sich, man bittet, man entschuldigt sich. Na, ich sehe doch, dass dich etwas bedrückt. Ja, wirklich? Ja? Und dann beginnt sie zu erzählen. Und dass sie alles im Griff habe und das ist auf dem Konto auch gerade gut und mit der Liebe und das aber manchmal, ne? Kennst du ja auch, ne? Also wenn du in der Bahn bist und dann steigen die Leute relativ langsam aus und du hast ja auch eilig, ne? Und dann steigen gleichzeitig wieder welche ein und dann denkst du dir schon, ne? Es wäre ja alles etwas schneller gegangen, ne? Wenn die Platz gemacht hätten da vorne und dann hast du einen Kaffee in der Hand und dann bist du höflich an ihm vorbei und naja, und dann drängelt jemand hinter dir und dann fällst du beinahe gegen den Menschen, der dir entgegenkommt, da hätte ja sonst was passieren können, ne? Hättest du den Kaffee verschütten können, hätte sich ja vielleicht jemand verbrannt und dann spürst du eine Wut, eine alles einnehmende Wut und dein Herz rast und du atmest schwer und dir bricht der Schweiß aus und sieht man auf der hellblauen Bluse ja sofort und dann kannst du dich einfach nicht mehr zusammenreißen. Und dann sagst du was du früher nie gesagt hast. Und dann sagst du was wie, ja, vielleicht erstmal die anderen aussteigen lassen, bitte. So der deutscheste Satz der Welt. Und da fragst du dich schon manchmal, ob wirklich alles okay ist. Und sie erzählt weiter. Sie erzählt so viel, dass wir bald alles wissen, bald gar nichts. Sie pule sich morgens den Schlaf aus den Augen und klebe ihn unter die rechte Ecke des oberen Brettes ihres Nachttischs. Im Ekel, so denkt sie, im Ekelhaften habe ich zumindest noch Geheimnisse. Sie zähle nachts ihre Fußnägel. Sie habe sie in 5 Jahren nicht einmal geschnitten, sondern immer nur mit den Fingern abgerissen. Wie abstoßend ist der menschliche Körper. Wie widerwärtig jede Pore, aus der entweder Haar oder Schweiß oder beides herausdringt. Wie seltsam, dass ihn andere wollen. Dass man selbst andere will, sie fasst sich wieder. Ihr gingen die Dinge leicht von der Hand, sie wisse, dass alles gut sei. Sie zahle die Rechnung. Sie habe jetzt ein System und plane die Woche im Voraus mit Einkäufen und so. Und mit den Freunden mache sie Zeiten aus und nehme sie ihre Uhr ab. Nur so ein Symbol, ne? Nur so ein Symbol, aber dann hat man das Gefühl, dass man ganz da ist. Ganz da. Sie beginne wieder zu malen. Sie schreibe wieder. Nichts Aufregendes, nur so für sich, was sie eben so beschäftigt. Naja, die Sache mit den Tauben zum Beispiel. Tauben? Schau da draußen. Da sind Tauben auf dem Dach. Da sind Tauben, sitzen draußen auf dem Dach. Auf dem Dach, ja, gleich da draußen sitzen Tauben. Oder laufen auf dem Dach. Durch das Fenster sehe ich draußen graue Tauben machen Krach, ja, gleich da draußen, gurren laufend, gurren gierig auf dem Dach. Schau da draußen, graue Tauben, und sie gurren und sie laufen ohne Pause, diese Tauben auf dem Dach.
Wir kennen die kleinen Explosionen, die da entstehen in diesen Zimmern mit den hohen Decken, wo jedes Wort nachhallt, jeder Gedanke des Wahnsinns. Wir rollen die Augen, wir kennen uns wieder, wir können keinen Bezug herstellen. Wir schenken ihr eine Wasserpistole gegen die Tauben und keine Aufmerksamkeit mehr. Konstruktion. Oder? Schau, die Frau im Raum. An nackten Wänden hängen an Nägeln angebrachte längliche Fäden. An ihnen dran Leinwand für Wand bebilderte Flächen. Der Hintergrund, sprechen wir es aus, wie es ist, eine bunt durchmischte, sanft bestückte Ansammlung von dem, was man als Kunst versteht. Allein schon, weil Kunst draufsteht, also an der Tür des Raums von außen. Man geht rein und weiß Bescheid, ah, so muss Kunst wohl aussehen. Und es stimmt. In diesem Raum steht die Frau und schaut. Was schaut die Frau? Sie schaut zuerst ihren Füßen nach, sobald sie die Schwelle übertreten. Sie schaut zuerst, wie sie geht. Wie geht die Frau? Als sei es etwas Weltenbewegendes, mit einem Tempel betretenden, elfenbeschämenden Gestus, so gehst du sonst nirgends rein. Sie zieht Bein nach Bein hinter sich her, als würde sie am Herzen gepackt, oder ist, was sie sieht, was sie zieht. Sie schaut auf. Schau! An Wänden hängende Rechtecke. Die waren da, bevor die Frau kam. Nun ist's, als hingen die da für die, die da geht. Die schreitet ruhig und steht vor jedem Gemälde für einige Zeit und dreht sich dann um und geht wieder weiter. Neben den Bildern sind Schilder mit Namen. Ja. Ist die Frau auch allein? Nein. Im großen Raum verteilt sind noch andere. In Grüppchen zu zweien oder einsam und gleichsam nicht ganz wie die Frau. Da, schau! Die Frau geht ganz nah an eins der Bilder. Sie beugt sich. Sie freut sich. Unmerklich. Man merkt sich lediglich die Haltung, die sie trägt. Wie elegant sie sich bewegt. Sie weiß das gut. Dass du gerade guckst? Ja klar, die weiß das. Und als da steht an der Tür von dem Raum, so weiß sie genau, dass auch sie hier zur Schau, dass auch sie eben Kunst ist. An nackten Wänden hängen weitere Wände mit Leinen bezogen, Leinwand mit Farbe darauf. Man sieht fantastische Bilder, voll windender Leiber. Die Farben mal düster, mal heiter, das Motiv immer gleich. So nackt können die Wände ja nicht sein, wenn da so viel nackte Haut drauf passt. Der Körper der Frau zur Schau. Da schaut sie und staunt sie nicht schlecht, was? Als mit der Zeit, die vergeht, auch die Formen sich ändern. Als das Bild, wie man es kennt, von Figuren gemindert und auf welche Art auch immer abstrahiert ist, so bleibt doch immer die Ahnung eines Aktes. Oder zumindest die Wahrheit des Faktes, da sind doch immer Frauen im Raum. Doch auf allen Schildern, unter den Bildern, nur Namen von Herren. Wie das wohl kommt? Es ist klar geworden, was ich sagen wollte. Hat man es verstanden? Also, die Frau steht im Raum, um Kunst anzuschauen, und sieht auf den Bildern nur sich. Nur sich. In den Gesichtern der Menschen drumherum nur sich. In den Augen des Museumswärters, in den Augen der Damen und Herren, die zum Gucken gekommen sind, sich. Wie sie später im Museumsshop scheinbar verträumt und achtlos sich. Wie sie im Park spazieren geht, sich. Nur sich, nur sich, nur sich. Ihr Blick
ist von ständiger Selbstreflexion so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihr ist, als ob es 1000 Spiegel gäbe und hinter 1000 Spiegeln nur sie selbst. Es ist so, wenn der Pinselstrich nur mit genug dicker Farbe angebracht ist, kann selbst bei einer schlechter Beleuchtung eine Art Spiegelung entstehen und man erkennt sich selbst im Bild. Eine Glasoberfläche ist nicht mal nötig, wobei sie natürlich hilft, ne? Ich werde zum Beispiel nie den Moment vergessen, wie ich in einem Museum vor einem großflächigen Gemälde stand, einem Miro oder so, und in der spiegelnden Oberfläche mich selbst erkannte. Ich, wie ich so da stand, ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Notizbuch, das in Farbe und Material zu meinen Schuhen passte. Was für ein Bild. Es hat sich so sehr in mein Hirn gebrannt, ich hätte die 18 Fotos für Instagram gar nicht machen müssen. Aber wie hätte ich ertragen sollen, dass nur ich mich sehe? Konstruiert. Konstruiert sind die bemalten Rechtecke an der Wand, die je nach Lichteinfall auffallend zusammengestellt, weil auf allen der Kennerblick fällt. Konstruiert wie einzelne Bauteile. Wie die Art und Weise, wie wir Gliedmaßen vor uns hertragen und auch, wie wir uns kleiden und auch, wie die Anordnung der Bilder im Raum funktioniert. Ne? Also was weiter oben steht, was unten, was wir als erstes sehen, was erst Stunden später. Hey da, guck! Die Frau im Raum vertraut darauf, dass Augen sie fixieren. Selbst wenn da keine Augen sind. So muss sie doch posieren. Können mich auch alle sehen. Das ist mir wirklich wichtig. Nur so habe ich gelernt zu sein und das Licht ist gerade richtig. Der besonders zarte und milde Geschmack der Zunge. So lange waren wir noch nicht hier. Lass es 3 Jahre gewesen sein. So jung war ich nicht mehr, lass mich 8 gewesen sein. Muss auf dem Markt gewesen sein oder im türkischen Laden. Irgendwo zwischen, das müssten wir zu Hause noch haben und schau, wollen wir das mal mitnehmen? Das klang dann aber mehr so, also noch Hune Dori, mit Michael Chante Becharim, Bechodemun Beberim. Mit der Schwester an der Schlange könnte ich gestanden haben, um Kaugummi-Verpackungen zu vergleichen. Oder um über Nachmittagspläne zu streiten und dann hat wohl einer von beiden sie entdeckt. Lass es mein Vater gewesen sein. Und mit offenem Mund hat er gelächelt. Und dann feilschte er um das Fleisch, sicher drehte er was am Preis und dann lag sie da in unserer Küche. Lang und glitschig und dick. Die Zunge einer Kuh. Ich glaubte die Zunge der Kuh rau. Ich glaubte sie rau. Ich glaubte die Zunge der Kuh grau, doch sie war weich und rosa.
Unterm Messer lag sie auf Silbertablett, darunter Mutters Hände, sie hineintragend nach der Zubereitung, als trüge sie ihre Kindheit vor sich her. Kostbares koste mal, Stück Muskelmasse eines Viehs. Mutter und Vater lächelnd. Die Onkel am Tisch zu Besuch, wie immer, muss Samstag oder Sonntag gewesen sein, wenn sie den Weg zu uns in die enge Mietswohnung fanden, auf der Suche nach Essensdüften, nach Wärme, wie aus dem Ort, den sie Heimat nannten, bis er keine mehr war. Ich? Ekel im Gesicht? Die Zunge weit rausgestreckt, wie die Mädchen, wie die Kinder in den Filmen von hier. Igitt, pfui Teufel, das rühre ich auf keinen Fall an. Vater, gleich wieder braun, gleich wieder nüstern, gleich wieder die Hand gezückt zur Lieblingsgeste, Chafisch oder Binam. Mutter, mit gewetztem Messer, schnalzt mit der Zunge, spaltet die Zunge auf dem Tisch. Na, dann geh halt auf dein Zimmer. Dann ging ich halt auf mein Zimmer. Die Zunge rau und grau. Ich würde sie nicht anrühren. Liegt weich, irgendwo zwischen Öffnungen. Öffnet Stellen, die geschlossenen Lippen vielleicht, deine und meine. Nachts sprichst du drei Sprachen, immer zwei davon mit mir. Es sind zwei davon nicht die deiner Eltern, nicht die meiner. Die Zunge in mir, du sprichst in mich. In meinen Mund hinein, legst mir Wörter in den Mund, ich schlucke alles. Drei Sprachen, die du nachts sprichst, Deutsch, Englisch, die letzte nicht zu mir. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen wie Kinder, macht uns jünger. Macht uns zarter vielleicht, wenn wir uns zuhören. Ich höre dich am liebsten in ihrer Sprache, auch wenn ich kein Wort kenne. Höre am liebsten die Dinge, die deine Mutter vielleicht zu dir gesagt haben könnte. Ich spreche zu dir, wie Maman mal zu mir, wenn ich mit Händen dein Gesicht halte und sage, Azizam, Eshram, Jonah. Und du verstehst sie, die erste meiner drei Sprachen, und ich verstehe deine, und beide verstehen wir nichts. Dass wir die Sprachen unserer Eltern sprechen, wie sie einmal zu uns gesprochen haben, macht sie und uns zumindest für die Dauer eines Dialogs gleich. Auch wenn wir ihnen völlig fremd geworden sind.
Ich habe auch Deutsch von meinen Eltern gelernt, ja. Ich kannte den Klang nur so, wie sie ihn sprachen. Sie sagten Autobahn, Kindergarten, Asylheim, Duldum. Ungeduldig saßen wir stundenlang neben ihnen in Behörden. Ihre Hände waren feucht und ihre Münder trocken, wenn sie in gebrochener Sprache, in der zerbrochensten aller Sprachen zu erklären versuchten, dass da etwas in den Anträgen nicht stimme. Oder dass da Daten falsch übertragen wurden. Oder dass da noch Informationen für die Krankenkassenabrechnung fehlt. Ja, wenn sie zu erklären versuchen, dass der Bruder heute leider nicht zum Übersetzen kommen könnte. Ja, dass sie nicht dumm war. Dass ihnen lediglich die Fähigkeit fehlte, das langsam Angelernte des Sprachkurses mit in das hessische Provinzgeschnatter zu nehmen. Bei den Deutschen waren sie stumm, wie auf den Mund gefallen. Mein Gott, wollen die Sprache denn nie lernen, oder was? Dass unsere Eltern bei dem Versuch scheiterten, die Sprache des Landes zu sprechen, in das sie aus welchen Gründen auch immer gekommen waren, machte sie unmündig. Zu Hause wurde ihre Sprachlosigkeit zur Wut. Zu Hause wurde alles versucht. Um einen Klang vielleicht? Um einen Duft vielleicht? Um irgendwas Bekanntes zu finden, irgendwas, das uns zeigt, dass wir noch wer sind, verstehst du das? Dass wir nicht unbeholfen wie ausgesetzte Kinder in diesem Land herumirren, verstehst du das? Mi fahmi, misle hey wun, wie die Tiere sprechen sie hier mit uns, verstehst du das? Und dann ziehst du hier so eine Fresse, Borgia Patodoros kommt und ist gefälligst, was man dir vorgesetzt hat mit der ganzen vergeudeten Liebe der einen Sprache. Die bleibt. Erst als die Erwachsenen mit einer Mischung aus Sorgen, Schwarzi und Tratsch im Wohnzimmer saßen, schlich ich mich aus dem Zimmer in die Küche, um zu sehen, was noch da war. Und sah da die Reste des Mittagessens auf der Anrichte. Ich dachte sicher an die Freude der Eltern über die Speise aus der alten Heimat. Dachte aus Trotz, dass sie mir eh nicht schmecken würde. Dachte rau und grau. Nahm ein Stück in den Mund und kostete. Und dann spürte ich ihn. Den besonders zarten und milden Geschmack der Zunge auf der eigenen.